Hallo, auch dieses Jahr sind wir wieder auf der Techno-Klassiker 2024 mit unserem Stand für diesmal nur BMW-Autos. Und die würde ich euch gerne mal, wenn ihr Lust habt, hier vorstellen. Und wir fangen gleich damit an, mit einem 1600er GT, für den wir sogar einen Preis bekommen haben für unsere schickste Restauration. Und da sind wir eigentlich sehr stolz darauf, dass die Kuratoren hier dieses Auto gegen Ferrari und Lamborghini und Maserati und sonstigen hohe Bestseller ausgewählt haben, weil es halt auch sehr aufwendig ist, so ein Auto zu restaurieren. 1600er GT, erste Hand und wird begleitet von einem 2000 Ti Maxi, Entschuldigung. Ein Morkens Auto, das ist ein belgischer Importeur gewesen, der aus solchen Autos 145 bis 150 PS rausgeholt hat. Und das ist natürlich eine ganz besondere Angelegenheit. Schön auch diese Scheinwerfer, die hier, diese damals noch fetten, da musste man so etwas haben, so fette Scheinwerfer da drauf gemacht haben. Ansonsten sieht man von dem ganzen Tuning gar nichts. Morkens bekam von BMW die Ersatzteile und hat die in Belgien wieder zusammengebaut. Seinerzeit gab es noch eine Luxussteuer in Belgien. Wir haben hier auch unsere Scuderia Dortmund mitgenommen, also die Servizio Dortmund, die seit letztem Jahr auch dazu gehört. Zwar nur als Plakat. Nächstes Jahr werden wir auch einen eigenen Alfa-Stand oder Maserati-Stand oder was auch immer aufbauen. Aber hier nochmal ein bisschen zur Übersicht, was wir in Dortmund alles machen und natürlich auch mit den E9s machen im Plakat. Auf der linken Seite sehen wir das auch, damit man auch mal deutlich erkennen kann, in welcher Tiefe wir solche Restaurationen überhaupt vorführen. Dazu passend ein 3 Liter CSI und da sehe ich auch unseren Freund Adnan. Oh. Den haben wir von Brabus, Klassik, das ist er. Ja, das ist Adnan von Lackveredelung Bottrop. Ich weiß, ihr kennt ihn alle, aber wir sind super stolz, dass er bei uns mit dabei ist. Na dann, welche Produkte benutzt du eigentlich, wenn du solche Autos in dem Zustand Eigentlich nur das verbringst? Beste für meine guten Kunden, Ja. für alte Autos, für teure Autos, nur Swisswax, Sonax, Kochchemie und was da halt so alles gibt. Okay. Und ja. Ich komme deswegen so nah zu ihm, damit er auch ins Mikrofon sprechen kann. Ne? Ah, Also, er okay. hört ihn ja nicht. Ja. Ne? Dann Ja. machen wir weiter. Also, ihr Okay. seht ja das Ergebnis. Das hier ist ein 3 Liter CSI, der vor ein paar Jahren mal restauriert worden ist und in einer sehr schicken Farbkombination. Baikalblau mit einer Tanneninnenausstattung sind wir sehr glücklich, dass wir dieses Auto hier mal präsentieren dürfen. Und ja, sehr viel, sehr, 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 sehr viel Interesse für so ein Auto. Kann man auch ein bisschen Geld sparen, weil, wie gesagt, vor ein paar Jahren restauriert, immer noch in einem perfekten Zustand, weil er nur ein Bestandteil einer wunderbaren BMW-Sammlung gewesen ist seinerzeit. Das hier ist eine super seltene, eine Rarität eigentlich. Es ist ein 1700er Glas GT Cabrio. Den gab es als 1300, als 1700. 1700 besonders selten, weil es auch damals sehr viel teurer war. Und es ist ein Frua Auto, also das heißt, in Italien wurde die Karosserie seinerzeit handgedengelt und dann kamen die zu der Firma Glas, um dann Technik und ergänzt zu werden mit der Technik und dann von dort aus ausgeliefert worden ist. Das war natürlich ein großer Luxus, den sich Glas seinerzeit geleistet hat. Ähnlich war übrigens auch das, auf der linken Seite das Coupé. Das hier allerdings als letzte Endversion, als 1600er GT steht, von BMW übernommen. Glas wurde ja von BMW übernommen. Aber hier kann man auch diese entzückende Form erkennen. Sehr, sehr schön von der Form, sehr selten und sehr zuverlässiges Auto. Dann haben wir hier seinerzeit war das der absolute Rakete. Ein fast Familienkombi. Das erste Kombi, was eigentlich keiner richtig verstanden hat, ein 2002 Ti mit 130 PS, also unglaubliches Performance aus 2 Litern und perfekt für eine Familie. Zwei
Kinder hinten rein, Gepäck rein, von mir aus noch ein Schlauchboot aufs Dach und damit sind die Leute in Urlaub gefahren und kamen dann auch richtig schnell über den Gotthard. Also das war schon seinerzeit eine absolute Granate. Auch schön zu erkennen hier TI mit diesen Leisten hier drauf, ne, damit man sehen konnte, du bist besonders schnell. Ja. Das Auto hat auch eine ganz wunderschöne Geschichte, aber da kommen wir vielleicht mal später drauf, wenn ihr mal uns besucht. So, hier, Diana. Eine Diana ist aus meiner Sicht, ja, die eierlegende Wollmilchsau. Von Diana Körner, die Schauspielerin, war verheiratet mit Hubert Hahne und der hat zum Hochzeitsgeschenk sich nichts Besseres einfallen lassen, als zu Bauer zu gehen und zu sagen, ich brauche eine wirklich seriöse Diana mit richtig PS. Und daraus sind 12 Autos entstanden, davon gibt es noch 3. Und letztes Jahr hatten wir schon die Ehre, eine verkaufen zu dürfen, dieses Jahr ebenso. Und das ist einfach alles reingepackt, was es gab, vom Leder bis hin zu Colorverglasung, die Doppelscheinwerfer, die sehr, sehr typisch sind hier für die Diana. Natürlich leistungsgesteigerter Motor, Fünfganggetriebe, Superfelgen, alles wunderbar. Also das ist ein absolutes Collectors-Item. Gefolgt noch von einem 3 Liter CSI. Dieser CSI hier ist von uns komplett neu aufgebaut worden, restauriert worden, in einer wunderschönen Farbkombination Anthrazit und Rot. Aber wir machen natürlich auch andere Farben, klar, keine Frage. Aber ich finde das hier gerade sehr, sehr edel. Veredelt auch mit 16 Zoll Felgen, Fünfganggetriebe, Colorverglasung. Jeder kann individuell das Auto sich so aussuchen, wie er das gerne möchte. So, habt ihr eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir so alles tun? Hier seht ihr übrigens auch nochmal so ein paar CSIs, die wir mal restauriert haben, als Geschwistertreffen hier in verschiedenen Farben. Wie gesagt, so kann man sich das selber konfigurieren, wenn man das möchte. Ihr könnt uns noch besuchen hier auf der Technoklassiker in Essen oder bei uns in Kirchen in unserem neuen Lokomotivenwerk oder natürlich auch, wenn ihr mögt, in Dortmund, denn dort machen wir die Alphas, die Maseratis, die Ferraris und auch BMW E9 seit neuestem, weil wir haben so viel zu tun, dass uns auch die Dortmunder helfen müssen. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns bald wieder und bis dahin alles Gute und tschüss.